Jo, da wäre er wieder. Schön, dass das Öl wieder fließt. Wir wollten uns in diesen Folgen um die Bäume hier kümmern. Und warte mal, wenn ich die jetzt schon abbaue. Haha, dann kriege ich die Samen und muss die nicht extra in die Fabrik schmeißen. Das ist eine sehr gute Idee. Da hacke ich mich mal kurz hier durch, auch wenn die wahrscheinlich gleich alle aufploppen zu alten Bäumen. Aber ich nehme so viele mit, wie noch gehen. Und danach bauen wir die Fabrik für die blauen Chips. Die kriegen erstmal gar keine Anbindung nach unten oder von unten nach oben oder sonst irgendwie. Die bekommen einfach nur eine Kiste, wo ich dann von Hand rote Chips reinschmeiß. Und die werden dann sporadisch zu blauen Chips umgewandelt. Sobald wir später die Roboter haben, können die das hin und her fliegen. Aber ich will jetzt nicht kilometerlange Fließbänder noch mehr bauen, als wir eh schon haben. Oh, Axt ist kaputt. Da. Und der Schritt von den Young Rubber Trees zu den alten ist doch länger, als ich gedacht hätte. Also die anderen Stufen gehen wesentlich schneller. Vom Setzling zum ganz kleinen, zum mittleren und dann zu dem hier. Aber das ist ja auch ganz gut so. Wie viel habe ich schon? Ja, sehr schön. Okay. Das sollte eigentlich ziemlich helfen bei der Umweltverschmutzung. Aber naja, ist leichter gesagt als getan, weil wir haben schon ziemlich viele Bäume gesetzt und das hat nicht so viel gebracht anscheinend. Also, wenn man sich das mal anguckt, gerade was nach oben angeht. Das heißt, ich laufe jetzt mal... Karte weg. Ich laufe jetzt mal auf die andere Seite hier und baue hier einen Wald hin. In der Hoffnung, dass das dann irgendwie aufgefangen wird. Und die doofen Rohre. So. Also hier. Hier ist ja nichts geplant, soweit ich weiß. Und wenn, sollte ich es wissen. Oder der Gerogel in der Vergangenheit zumindest. Aber der ist gerade nicht da. So. Hier einfach im Wald hin und dann ist gut. Zum, 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 zum. Wie viel haben wir noch? Das sind 200 noch was. Ja, gut. So. Aber während ich hier am Bauen bin, kann ich weiter überlegen, was noch so gemacht werden soll. Also wir bauen die blaue Chipfabrik. Dann bauen wir die rote Steam Engine Fabrik. Hatten wir die normal... Warum sage ich eigentlich immer Steam Engine? Es ist keine Steam Engine. Also die rote Engine Fabrik. Steam Engine sind die Dinger, die Strom machen. Ja, die normale Engine Fabrik haben wir noch nicht gebaut, oder? Ich glaube, ich habe die schon mehrfach geplant, aber ich habe es dann nie aufgebaut. Das sollten wir dann wohl auch machen. Aber wir können die rote Engine-Fabrik ruhig schon mal hier oben planen. Sonst ist es noch einmal mehr hin und her laufen, was nicht wirklich sein muss. Also, wir haben schnelle Fabriken, das ist gut. Dann setzt doch mal eine schnelle Fabrik. Oh, ihr seid fertig. Okay. Robotics. Electric Engine, zack. So. Das Ding kommt dann einfach hier hin. Und wir haben noch gar keine... Doch, haben wir. Lubricant, Engine und grüne Chips. Gut, haben wir Kisten? Ja, haben wir. Kiste, Kiste. Ausgangskiste. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Und Eingang bitte da. Normale Rohre brauchen wir auch mal wieder. So. Genau. Das heißt, du wartest nur darauf, dass du normale Engines bekommst und grüne Chips. Das ist gut. Also das hätten wir schon mal vorbereitet. Hm. Ah, Schwefelsäure ist voll. Sehr schön. Was fehlt jetzt hier? Kupfer. Ah, das ist ungewöhnlich. Aber okay. Und du machst bitte hier eine Abzweigung nach da... Setzt da einfach irgendwo so eine Fabrik hin und du stellst jetzt bitte blaue Chips her. Und du brauchst eine Menge Zeug. Ah, nee, doch nicht. Du brauchst nur grüne Chips, rote Chips. Okay, kriegst du zwei Kisten. Ting, ting. Das werden dann später Requester-Chests. Das hier wird eine Passiv-Provider-Chest und Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen. Ärmchen. Tada! Alles vorbereitet. Das ging schneller als erwartet. Gut. Dich können wir wieder mitnehmen.
und das dann hier unten hinschmeißen. Es gab übrigens noch ein, zwei Hinweise. Also zum einen ist hier irgendwas kaputt gegangen. Das muss ich mir gleich genauer angucken. Und zum anderen sollten wir später eventuell die Schmelzöfen so einstellen, dass jeder Schmelzofen alles einschmelzen kann. Weil wenn wir das mit den Bahnen später regeln, dann weiß man nie genau, wann welche Ressource ankommt. Das wäre dann schade, wenn irgendwas davon brach liegen würde. Und wo schmeiße ich jetzt mein Kupferdings hin? Warte mal. So. So. So, bitteschön. Du kriegst 200 Kupfer. So. Also, was läuft hier falsch? Es soll irgendwas mit Batterien und oder Plastik zu tun haben. Also, Batterien laufen durch. Plastik kommt momentan keins an. Aber wenn es ankommt, müsste es auf dasselbe gelegt werden, ha? Huh? Ja, das ist nicht gut. Was fehlt beim Plastik? Kohle wahrscheinlich, ja? Kann ich das von hier oben irgendwie sehen? Nee. Steel Chest ist leer. Okay. Nächster Plan. Wir holen Kohle. Wir holen allgemeine Ressourcen, damit ich hier in meinem Inventar noch was craften kann. Wir liefern lila Tränke ab. Haben wir dafür übrigens schon ein Fließband? Wenn nein, könnte ich das doch eigentlich recht einfach machen, oder? Ja. Mach mal hier eine Kiste hin. Mit einem... Ich sollte mir echt das Q angewöhnen, damit sie besser einsortiert wird. Ich hatte da vor ein paar Folgen gemeckert, dass er das nicht richtig einsortiert. Aber das bin ich, der das falsch einsortiert. Wenn ich jedes Mal Q drücken würde, würde es auch dahin tun, wo es hingehört. Also jetzt in der Hand behalten, Q drücken, zack, da drin ist es. Das, ja. Was wollte ich jetzt? Genau, dich wollte ich. So, du da. Und du legst jetzt alle Tränke darauf. Dann haben wir alle vier verschiedenen Science Packs, die es gibt, bisher zur Verfügung. Und bisher sage ich, weil Ditech noch ein fünftes Science Pack eingefügt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich selbst allerdings noch nie gesehen. Also müssen wir dann gucken. So, was noch? Was noch? Was noch? Ich wollte noch irgendwas von hier unten holen. Grüne Chips, rote Chips, Speedmodule? Nein. Kupfer wollte ich holen. So. Damit wir mehr Batterien herstellen können. Und Kohle wollte ich holen. Da ist unser Kohle, komisches Ding. Ich sollte das echt automatisieren langsam. Ja, komm, das machen wir nicht bei dem Feld hier, das machen wir bei dem da unten. Das heißt, ich hätte gerne davon ein paar. Ich hätte gerne das Muster nach unten verlängert. Ups. So, dann hätte ich gerne hier ganz viele Drills, die das alles einfach nur in Kisten packen erstmal. Weil, wie gesagt, irre lange Fließbänder bauen, ist zwar ganz lustig zwischendurch, aber jetzt nicht. Nee, muss nicht sein. Und wir haben kein Eisen und keine grünen Chips. Grünen Chips. Da... Und Iron Zahnräder. Haben wir die irgendwo eingelagert? Ist ein Zahnräder? Nee, ne? Okay, dann gib mir direkt her. So, 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 so. Flup. Und wir hatten oben die Eisenkiste. Die war super. Die war proppevoll mit dem Zeug. Genau die da. Seid ihr immer noch proppenvoll? Ja, so halbwegs. Du tust sie auch schneller rein, als du sie rausnehmen kannst, ne? Also muss ich das zwangsweise hier stauen. Ja, das ist gut. Okay, ach doch. Genau, ich baue jetzt 58 Electric Mining Drills. Oh Mann. Aber ich hätte schon Bock drauf, mal die besseren Mining Drills auszuprobieren, aber die brauchten recht viel an Ressourcen und Forschungszeug und was weiß ich. Das war echt nicht so schön. Gut. Fließbänder. So. Ist bestimmt nicht optimal, aber macht das Beste draus. So, Robotics ist fertig. Das ist sehr gut. Was brauchen wir für Logistikroboter? Fliegen.
Fliegen braucht 200, 200. Erforschen bitte. So, du. Das bitte da und da und da und da. Und ich habe das schon wieder getan, ne? Ich habe nicht Q gedrückt, ja. So. Schon wieder. Das ist echt ein Reflex bei mir, ich weiß auch nicht. So, du da. Das heißt, das hier unten wird schon mal alles abgebaut. Sehr schön. Dann hätte ich gerne ein ganz schnelles Ärmchen, das das in eine große Kiste tut. Apropos große Kiste. Das hier ist keine große Kiste, das ist nur eine Stahlkiste. Die großen Kisten, die ich schon mal angesprochen hatte, die man noch erforschen kann, und wo ich nicht sicher bin, ob die größer oder nicht sicher war, ob die größer sind oder einfach nur mehr Platz haben, die sind wohl auch wirklich von den Blockanzahlen größer. Also die große Stahlkiste ist dann 2x2 Felder und die ganz große 3x3. Was ein Vorteil ist und ein Nachteil. Also Nachteil halt klar, es nimmt mehr Platz weg. Und wenn man da irgendwelche friemeligen Maschinen hat, passt das nicht ganz so gut. Aber man hat dadurch auch drei Einlagerplätze und Auslagerplätze an jeder Seite von der Kiste. Das kann sehr praktisch sein. Gerade bei, wo haben wir das? Irgendwo in den Ecken hatten wir Kisten platziert. Hier oben zum Beispiel. Bei dem Kupfer. Wenn das jetzt eine große Stahlkiste wäre, dann könnten wir hier zwei Ärmchen machen, die das reinlegen und zwei, die das rausnehmen. Also ist jetzt nicht so sinnvoll an der Stelle, aber allgemein, ne, kann man damit gut rumspielen. So, was wollte ich noch? Forschung läuft, das läuft. Ich brauche mehr Kupfer. Wo ist unsere Kupfer-Zwischenlagerkiste? Kupfer-Zwischenlagerkiste. Was ist die da, ne? Ja. Oh, her damit. Dann lagere ich mal kurz mein Holz aus. Wow. Lagere ich mal kurz mein Holz aus und Steine und das war's. Da hätte ich gerne dich mit und der wird da oben wieder versorgt. Okay. Und du bist alle. Dich hole ich nachher ab. Und du bekommst jetzt Kupfer, du bekommst jetzt Eisen. Hast du noch Eisen? Nee, hast du nicht. Das war die falsche Kiste. Hier. So, das muss reichen. Du bekommst hier Eisen. Oh, Petroleumgas ist voll. Sehr schön. Leichtöl ist nicht voll. Das ist auch sehr schön. Und Schweröl ist leer. Das ist sehr schön. Ja, gut. Genau so soll das aussehen. War nicht geplant. Also man kann das alles berechnen. Es gibt doch recht viele Factorio-Spieler, die machen sich wirklich Tabellen, dass wenn ich jetzt drei Kupferfabriken habe, kann ich damit optimal eine grüne Chipfabrik befüllen. Und wenn ich jetzt eine rote Chipfabrik habe, dann sollte ich pro roter Chipfabrik zwei grüne haben. Also brauche ich dann sechs Drahtfabriken und so weiter. Und das ist dann alles wirklich optimal. Das ist super. Aber da habe ich leider nicht die Geduld für. Deswegen bin ich froh, wenn es denn durch einigermaßen hin und her gebastelt dann irgendwann ansatzweise gut läuft. Ja, okay, und das ist gerade der Fall. Das ist sehr schön. Du machst keine Steinproduktion, ne? Nein, machst du nicht. Okay, du machst Steinproduktion. Du hast ein paar Mauern hergestellt. Das ist echt mau, ja. Was wollten wir hier oben jetzt noch? Nix, oder? Oh, doch, die Kohle abliefern. Hier, du da, Kohle. Stell bitte Plastik her. Das brauchen wir für rote Chips. Gut. Und dann kann ich jetzt theoretisch das Plastik verfolgen und gucken, ob damit alles so läuft, wie es laufen soll. Weil wir haben ja unten noch den besagten Fehler aus den Kommentaren, den ich noch nicht gesehen habe. Also es kommt von hier auf der linken Seite von oben kommt.